Diesmal bei GNU Funst. Ist André noch von meinen Testen wegzubekommen? Oder verhaspelt sich Paul wieder in technischen Details? Schaltet ein und findet's raus, ob unsere Studio-Hardware schon weggeblitzt wurde. Plus Booten jetzt noch sicherer. So, wir hatten ein Problem mit dem Studiorechner vorhin, nicht? Genau, der war wahrscheinlich zu lange nicht an. Anderthalb Monate gefühlt. Ist der Tank ausgetrocknet, Öl geleckt. Oder Kondenswasser. Wer weiß. Also ich glaube, wir hatten permanente Speicherfehler. Er hat so Kernel-Panics geschoben beim Hochfahren und dann hat er lustige, bunte, blinkende Bilder gemacht. Interessant, dass das alles noch im ASCII-Modus war und das nicht irgendwie... Ja, genau. Der hat den Textmodus so noch nicht gewechselt und da war einfach so random Grafikspeicher gerade. Wir haben dann einfach mal gedacht, so, wir bauen jetzt einfach mal irgendwelche von den Speichermodulen aus, haben auch zielsicher die größeren erwischt, aber mit dem... Neue Technik ist sowieso immer ein bisschen anfälliger. Genau, mit dem 1 Gigabyte läuft da, glaube ich, auch noch gut. Die kleineren Modulen waren die zuverlässigeren, so wie das sonst auch ist mit älterer Hardware, ne? Genau, weil der neue Raspberry Pi, der noch nicht angekommen ist hier, die Hülle ist immer noch leer. Dieser Raspberry. Und in dieser Hülle, die leider transparent ist, kann man meinen zukünftigen Raspberry Pi 2 dann wahrscheinlich auch nicht sehen. Nicht sehen, geblitzdingsen, dann ist er wieder aus. Ja. Der Raspberry, der hat so einen offenen Chip zur Spannungsversorgung. Mhm. Also das ist ein Stück Silizium ohne Gehäuse drumherum. Ja. Und wenn man da mit so einer modernen, richtigen Fotokamera, mit so einem richtigen irgendwie Xenon-Blitzlicht drauf blitzdings, dann geht er eben aus. Also ja, der hat dann irgendwelche Spannungsspitzen in dieser Regelung drin. Und der Fix, der vorgeschlagen wird, ist, dass man da irgendwie so einen Tropfen Klebstoff oder sowas drauf macht. Genau, ein lichtdichtes Gehäuse würde es allerdings auch tun. Oder ein Stück Pappe. Aber ein Klebstoff ist halt permanent und dann kann man das Ding auch hier in so einer schönen Hülle dann auch dann zeigen. Ansonsten fand ich das Gerät eigentlich ziemlich spannend, weil der hat technologisch so ein bisschen aufgeschlossen mit den anderen Single-Board-Computern, die wir bisher haben. Und ich finde, der Raspberry ist jetzt nicht so der leistungsstärkste Single-Board-Computer, den wir gerade haben, aber ich finde, das ist einer der Free-Software-freundlichsten Socks dieser Broadcom bisher. Also Broadcom hat Teile des Grafiktreibers veröffentlicht. Es gibt einige Leute, die behaupten, alle Teile des Grafiktreibers, weil zumindest der Kernel komplett frei ist. Wobei sich da so ein bisschen die Geister scheiden. Also ein großer Teil des Grafiktreibers ist ein Binary-Blob. Und man kann dann die OpenGL-Version nicht irgendwie upgraden oder daran drehen. Aber zumindest ist der ganze Kernel-Teil portierbar. Also man kann Linux-Kernel genauso gut wie ein BSD drauflaufen. Und es gibt auch tatsächlich freie Videobeschleunigung dafür. Zum Beispiel in G-Streamer drin. Die sagen sogar, sie haben extra einen speziellen Fix für irgendwie OpenMax und speziell für den Broadcom-Videocore, der da drin steckt. Und ja, dieser Nachfolger vom Raspberry jetzt hat halt ganze 4 Kerne. Und benutzt immer noch die gleiche Videobeschleunigung und sonst halt auch sehr, ist die Hardware sehr, sehr ähnlich dem vorherigen Raspberry, weshalb die Treiber sozusagen mitgenommen werden können. Und ihr kennt ja diesen OMX-Player, den man im Moment noch verwenden muss. Und bei G-Streamer ist halt jetzt ein bisschen Bewegung gekommen, sodass man das theoretisch jetzt auch mit anderen Anwendungen Videos abspielen kann. Ja, die G-Streamer-Player, in denen ich dann auch mal Puls-Audio-Support habe oder so und ein bisschen was im Netzwerk machen kann. Ich denke, der Chip ist immer noch nicht so leistungsstark wie jetzt die Flaggschiffe von irgendwie Nvidia und M-Logic. Aber wie gesagt, ist dafür extrem offene Hardware. Geht mehr, es geht noch besser, aber bei Single-Board-Computern im Moment offenbar am empfehlenswertesten. Genau, und wenn ihr jetzt den mal geblitzdingst habt und der wieder hochfährt, dann... Wir sprachen von Puls-Audio. Ja, wir sprachen von Puls-Audio, dann wird er vielleicht mit Systemd wieder hochfahren, wenn den Strom wieder reinmacht. Wenn ihr nicht gerade... BSD installiert Brücke oder Windows 10 oder sowas.
Genau, und was jetzt auch noch passieren kann. Systemd frisst unseren Bootloader mit auf. Ja. Und es gibt das Tool schon, das Boot Control, aber das kann bisher noch nicht und ist jetzt über die ursprüngliche Idee ein bisschen hinausgewachsen. Im Moment zeigt das irgendwie nur eine Boot-ID und eine Machine-ID an. In der Manpage findet man auch nur diesen, bisher nur den Schalter-Status, um zu gucken. Integrieren jetzt Gummiboot, der ist ja doch ein sehr, sehr rudimentärer Bootloader im Vergleich zum Grub. Ja, Gummiboot war der erste Bootloader, der halt diese ganzen Sicherheitsfeatures und Signaturfeatures von UEFI unterstützt. Der Grub macht das mittlerweile auch so halb. Beim Grub kann man immer noch auf Probleme stoßen, wenn der versucht, Module nachzuladen, die gerade nicht signiert sind. Gummiboot ist ein bisschen monolithisch, kann nicht so viel wie der Grub. Ich hoffe, dass ich dann immer noch irgendwie vom ButterFS booten kann und sowas. Na, die Integration soll optional bleiben. Das heißt, wenn man jetzt System deinstalliert, hat man nicht automatisch auch das Problem, dass man dann mit Gummiboot, was dann in System deintegriert ist, booten muss. Mhm. Also das bleibt nach wie vor offen. Wie modular ist das? Muss ich dann neu kompilieren oder ist das richtig modular? Das weiß ich nicht. Ich stelle mir aber vor, das Signieren stelle ich mir schwierig vor für Secure Boot, wenn ich zum Beispiel keine Binary-Distribution benutze. Ja, das geht relativ gut bei den Rechnern, die das richtig machen mit UEFI, die nicht allzu abgeschottet sind, kann man tatsächlich nach Eingabe des BIOS-Passworts einmal einen Bootloader freischalten. Dann legt er sich selber den Hash davon im ROM ab oder in seinem BIOS-Flash ab. Also wirklich der signierte Bootloader. Genau. Also das ist tatsächlich frei konfigurierbar, ohne dass man da allzu viel machen muss. Vorausgesetzt, man hat tatsächlich ein richtiges UEFI-BIOS mit irgendwie richtigem Secure-Boot und nicht irgendwas, was vom Hersteller abgeschlossen ist. Ich boote immer noch Legacy, weil ich das bisher noch nicht... Irgendwie müsste man sich langsam mal umgewöhnen. Ja. Also eigentlich ist Secure-Boot ja auch toll. Also wenn man nicht jetzt Core-Boot oder so benutzt, was natürlich auch toll ist. Und es geht schnell und doch, ich finde, also beschäftigt euch mal so ein bisschen mit den Bootloadern, wie man das heute macht, nicht nur dieser IBM-Boot, sondern es gibt mittlerweile schnellere Wege, sein System zu booten und einfach mal Dokumentation lesen, das lohnt sich. Genau, und dann vielleicht auch nochmal apropos Dokumentation oder How-To's, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, den SystemD-Vortrag, den ich vor einer Woche oder eine Woche, ein bisschen mehr als eine Woche in der E-Log bei Linuxworks gehalten habe, den gibt es auch nochmal bei uns im Channel zum Nachsehen. Genau, als GNU oder GNU Micro. Oder Micro GNU. Oder Micro GNU. Wie ihr wollt. Ja, also noch geht die Sonne nicht auf, genau. Du stehst ja halt in meinem Garten drin gerade. Garten, der ungefähr gefühlt 100 Meter über Wasser ist, in der Luft schwebt. Und wir warten auf den Tagesanbruch. Die Zombies sterben dann von alleine weg. Ach so, das sind keine Zombies übrigens, das sind Wombies, die da rumlaufen. Ah, und die kommen jetzt ja auch nicht hoch, weil ich wurde fast niedergemacht. Die laufen auch nicht übers Wasser. Also. Also falls ihr noch nicht wisst, welches Spiel wir hier gerade spielen, das ist mein Test. Wo steht denn der Mond? Ja, der ist, das sind noch so 3 Minuten bis zum Sonnenaufgang, würde ich sagen, 3, 4. Man kann sogar hier in die Fenster reingucken. Ja, du kannst in die Fenster reingucken. Hier sind ein paar Mods installiert auf dem Server. Der Server ist übrigens www.linux-works.de. Das war die Linux-User-Group, in der GNU Funst mal entstanden ist. Und da läuft ein Mindtest-Server, ja. Genau, du kannst... Man kann auch sehen, dass der Mond sich hier so ein bisschen bewegt. Das ist wie so eine kleine, perfekte Welt, wo der Mond immer im Zenit ist, zur Nachtmitte. Ein fester Zyklus. Es sind ein paar Mods installiert. Das Spiel, das lebt ja extrem von seiner moddigen Community. Und anders als bei dem proprietären Minecraft, den Vergleich muss ich das Spiel natürlich mal gefallen lassen, anders als bei den proprietären sind die Mods hier serverseitig. Also man packt die einmal auf dem Server aus und jeder kann sich mit so einem normalen Vanilla-Client dahin connecten. Und die Mods werden dann gleich halt, also alle Texturen und Models, die nötig sind, werden an den Client gesendet vom Server. So, dass man, wenn man mal eine LAN-Party damit macht und da irgendwie rumlaufen möchte,
niemals den Stress hat, dass jetzt irgendwie alle gucken müssen, welche Mods sie gerade installiert haben oder so. Darum kümmert sich das Spiel von allein, dass das Setup jeweils synchron läuft, was eigentlich ganz angenehm ist. Warte mal, ich werde dir mal hier so einen Kaktus hinpflanzen. Und mal mit rechter Maustaste. Ja, genau. Mit rechter. Viereckiger Kaktus. Ein Stück Kaktus. Also die Kakteen, die wachsen halt irgendwo am Strand und... Nein, dann nicht auf die Baumwollpflanze drauf. Nicht doch. Kriege ich den Kaktus jetzt nicht mehr weg? Ja, doch. Nee, einfach länger abbauen da. Und dann brauchst du dafür eine Axt. Ah, ich hab den aus einer Schublade. Ich hab den da gefunden und krieg das in den Kaktus. Warum machst du so eine Dummheit? Guck mal, da geht die Sonne auf. Da. So, wo ist die Sonne? Genau, da. Das sieht schon cool aus. Mhm. Aber der Verlauf, der ist nicht kantig. Der Sonnenaufgang da. Nee. So, ich komme jetzt mal rüber und hol den Kaktus da weg und dann können wir mal Bäume fällen gehen auf dem Festland. Mhm. Dann kannst du ein bisschen Werkzeug besorgen. Und zwar, Platsch. Nicht aufs Schiff geklatscht, sondern tatsächlich ins Wasser gesprungen. So, hier auf der Leiter hinterher. Ha. Ja, Leitern, die in freier Luft hängen, erfordern immer so ein bisschen Geschick, glaube ich. Direkt vor die Leiter gehauen. Hm. So, was habe ich jetzt? Hier habe ich eine Axt, sehr schön. Der müsste ich den eigentlich wegkriegen. Yep. Ja, man kann, das ist natürlich leider auch... Eine Baumwollpflanze neu pflanzen hier. Warte mal, hier unten ist eine... Das ist eine Kiste, in der ich hoffentlich die Baumwollsetzlinge habe. Na, den Kaktus hättest du ja da lassen können, oder? Nö. Nee. Hm. Ach, schade um die Baumwolle. Naja, okay, dann gehen wir halt mal weiter. Komm mal runter hier, genau. Du springst einfach runter, ja? Ich springe einfach runter ins Wasser. So, hier, genau, schwimm noch mal vor zum Ufer und bau dir so einen Baum ab. Also eigentlich brauchst du nur das Holz aus dem Baumstamm. Und dann können wir für dich hier den gleich vom Ufer her. Ja, genau. Können wir schon mal so einen Pickel klar machen für dich. Ich glaube, die Zombies, die müssten jetzt im Tageslicht so langsam. Jetzt habe ich wieder die falsche Taste gedrückt. Gestorben sein. Ah, das dauert ein bisschen. Mhm. Ich nehme mir mal gleich ein bisschen mehr mit. Ja, mach mal. So, der Baum wird dann auch ein bisschen absterben, ne? Wegen. Ja, genau. Also die Blätter oben, die. Verschwinden dann von allein. Du kannst sie halt auch einsammeln. Die liefern auch irgendwie so halbwegs passables Brennmaterial. Und es fallen halt Baumsetzlinge raus und dann kannst du Bäume pflanzen. Ja, genau, geh mal in dein Inventar mit der I-Taste. Gehst ins Inventar. Ja, ein paar Blümchen noch. Ach ja, weiß nicht. Für Mutti. So, genau. Du hast die Fläche, auf der du dein Werkzeug bauen kannst, deine Werkbank sozusagen. Und wenn du einfach mal die Baumstümpfe da reinsetzt, dann kannst du Holzplanken rausholen, die kannst du alle gebrauchen. Genau, alle irgendwie in deinen Wind. Also ein Baumstumpf gibt irgendwie 4 Holzplanken und boah, die kannst du auch übereinander stapeln. Ah, ich glaube, bis zu 99 Items gehen wir übereinander. Ja. So, das reicht schon. Wenn du jetzt nur die Holzplanken einmal aufnimmst und mit einem, im Inventar weiterhin. Ja. Und mit einem Rechtsklick genau einen Satz Holzplanken oben auf der Werkbank absetzt. Genau, dann kriegst du Stöckchen raus. 4 Stöckchen, die kannst du auch gebrauchen. Das ist der Stiel von deinem Werkzeug dann. Das und aus so einem Holzstöckchen kann man, wenn man Kohle hat, Fackeln machen. Aber wir haben ja noch keine Kohle. Hm. Also du kannst erstmal 2 Holzstöckchen in der Mitte der Werkbank übereinander stapeln. Von unten, yep, in der Mitte eins und eins darunter. Mit dem Rechtsklick legst du jeweils ein einzelnes ab oder so, genau. Warte mal. Ja. So. Und oben machst du dann 3 so eine Holzplanken hin. Also eine Reihe sozusagen. Das sind die Rezepte. Ich habe das noch genau, nicht ganz raus. Genau, das war gerade ein Rezept für einen Spaten. Das ist eine Sichel zum Ernten von Pflanzen. Und das ist deine Axt. Und eine Holzaxt. Und die kannst du jetzt ins Inventar legen. Lustig ist, dass wie sich das so ein bisschen ergibt. Genau, man baut die so ein bisschen nach. Ja. Und damit kannst du jetzt Steine abbauen. Jetzt kannst du wieder raus aus dem Inventar. Ja, mit Escape geht's immer weg. Mit dem Scrollrad kannst du das Werkzeug auswählen, was du unten hast. Also unser Schub.
Und du kannst mit einer Holzaxt, die hält nicht allzu lange, also die gehen so langsam kaputt, wenn du damit was abbaust. Und du kannst mal, da gehen irgendwie so ein bisschen Höhlen runter, nicht aus Versehen ins tiefe Loch reinfallen. Ah, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt genau da langlaufe, wo auch du langläufst. Nee, tust nicht. Wo bist du denn jetzt? Dreh dich mal um, ja genau. Komm, also wir gehen mal, wir werden mal unterirdisch hier. Ach, das ist auch hübsch, hier wächst Papyrus. Man kann zum Beispiel das Papyrus pflücken und dann kann man daraus Papier machen. Wenn man Papier hat, kann man Bücher daraus binden und Buchregale machen. Da steht noch ein Zombie, der hat noch Glück, der steht im Schatten der Bäume dort. Deswegen stirbt er noch nicht am Tageslicht. Wer respawnt die denn eigentlich? Ein Mod, ja? Das Spiel respawnt die also in der Nacht und tagsüber bei Lichteinfall. Sterben sie halt langsam weg. Wie schaffst du es, dass du schneller nach unten... Achso, die Shift-Taste, die Umschalttaste. Und dann... Genau, die kleinen Luftbläschen sind dann Luft, also du kannst halt ertrinken in dem Spiel. Und... Jetzt auch nicht. So, und ja, jetzt, genau. Jetzt muss ich das jetzt, irgendwie schaffen. Jetzt musst du das Loch in der Erde treffen, genau. Ja. Halt die Shift-Taste gedrückt, dass du wirklich... Ja, also wir sind da übrigens schon bevor, als die Kamera noch aus war, genau, sind wir erst hier hochgekommen. Mal einen Blick über die Landschaft da. Sonst sind hinterher noch Leute neugierig. Ja, nochmal ein Stück nach oben hier, da kann man das besser sehen. Was ist das hier? Man kann diese Pflanzensetzlinge halt einsammeln und dann kann man Bäume damit pflanzen. Und die Bäume brauchen Licht zum Wachsen, deswegen sind ein paar Leuchtelemente angebracht. Und dann wächst halt. Könnte ich ja eins wegnehmen. Könntest du auch eins wegnehmen zum Beispiel. Aber ich lasse dir das mal, bevor du hier noch mehr reparieren musst. Ja, dann nehme ich mal eins mit, vielleicht kann man das gebrauchen. Warte mal, linke Maustaste. Ja, genau. Mit der Holzaxt. Du siehst, die Axt hat so einen kleinen Lebensbalken unten in deinem Inventar. Mhm. Die geht halt nach und nach kaputt, wenn du damit irgendwie auf Sachen rein einhaust. Und wir werden mal unten schauen, dass wir vielleicht besseres Material abbauen als das Holz, was du hast, weil du kannst deine Axt da auch aus Metall bauen. Das heißt, ich mache meine Axt mit kaputt, damit ich mir dann eine Metallaxt Du kannst sogar Steinäxte bauen, die halten dann auch so ein bisschen länger. Und die Idee ist, man baut sich Steine ab. Aus den Steinen kann man einen Ofen bauen mit etwas Brennmaterial und wie zum Beispiel Kohle und Eisenerz lässt sich dann Eisenbarren machen und dann kann man die auf eine Axt draufhauen. Hier sind Mods installiert, um so ein bisschen mehr Metalle zu bieten. Also man kann halt hier auch eine Kupferaxt oder eine Zinnaxt oder sowas bauen. Nicht nur Eisen. Das Spiel lebt halt massiv von seiner riesigen Modding-Community. Also es gibt auch Mods, um zum Beispiel Fahrzeuge zu implementieren oder irgendwelche Eisenbahnschienen und sowas. Ich glaube, das leuchtende Glas hier, dieses Glowglass, kommt aus einer Mod. Also das ist auch nativ im Spiel nicht vorhanden. Und das ist ganz normal, dass man dieses normale Spiel einfach installiert, wie es ist. Und sich dann Mods dazu installiert, um so ein paar mehr Items reinzubringen. Multiplayer ist es immer, man kann einen eigenen Server aufsetzen. Die Welt ist automatisch generiert und die wächst halt weiter, wenn man irgendwo in die Welt reinläuft. Also die Karten sind am Anfang nicht allzu groß, das können aber schon mal auf einer großen Welt dann doch auch schon mal ein Gigabyte werden. Ja. Ich sehe schon, du bist unten schon angekommen, genau. Wo die Lava ist. Genau, unterirdisch wachsen eigentlich keine Pflanzen, weil die haben da nicht genug Licht. Und wie gesagt, das Glowglass ist eine ganz empfehlenswerte Mod, denn damit kann man Licht mitbringen. Wenn du F5 drückst, kriegst du übrigens deine Koordinaten eingeblendet, wo du gerade bist. Das ist manchmal auch praktisch. Dann siehst du, dass du so um die 280 Meter gerade tief bist. Oder nee, was? 260 Meter sind's. Wie gesagt, Bäume haben Setzlinge. Man kann die auch unterirdisch pflanzen. Machen auch nichts. So, das ist schon alles ziemlich krass hier. Finde ich, ja. Ja, um wirklich in so einer Lavahöhle was anzulegen, muss man auch erstmal Sand runterschaffen. Ja, wie lange hast du gebraucht, um das hier auszuheben? Das erinnert mich ein bisschen aus Star Trek Zaun des Khan. Aus dem Genesis. Zaun des Khan, nicht die Genesis-Höhle, ja. Ich habe es ja nicht alleine gemacht. Das Tolle ist ja, das ist ja ein Multiplayer-Spiel. Und ich hatte vorhin schon einmal die Serveradresse gesagt, wir könnten die einmal verlinken.
dann sollten wir vielleicht Backups von der Karte ziehen, damit uns nicht irgendjemand Böses die Karte kaputt macht oder so. Mhm. Also kommt ruhig auf den Server rauf. Das ist www.linuxworks.de. Gehört halt zu unserer Linux-User-Group so ein bisschen mit dazu. Schaut mal rein. Spielt mit uns, baut die Höhle weiter aus, baut euch eure eigenen Häuschen. Ich finde, da könnte noch eine Stadt hin. Also ich glaube, es ist irgendwo eine Asphalt-Mod oder so installiert. Man kann Asphalt bauen. Aber ich glaube, die Blume, die wird hier besser sein. Dann werde ich eben das Licht hier noch hinsetzen. Ah ja, die Blumen, die pflanzen sich auch fort. Also wenn da stehen auf der Wiese und genug Licht haben, dann kommt irgendwann in der Umgebung. Jetzt gesorgt hier. Spawnen dann neue Blumen. So, dann will ich jetzt aber auch eine vernünftige Axt noch haben. Also kann ich jetzt dieses Material genau, hier? Ja, hau mal den Stein da weg einfach, ja. So, das geht halt relativ langsam mit der Holzaxt. Diamantäxte zum Beispiel sind viel härter, viel schneller, halt noch länger. Und du brauchst wieder mindestens 3 Steine, um irgendwie so einen Axtkopf zu machen. Genau, so. Jetzt im Inventar. Was war mit I? Wieder der Schaft wird immer aus den Holzstöcken gebaut. Und du willst also diesen Pickel oben den Kopf daraus bauen. Also da muss ich es ja da hinsetzen. Genau. Ja, okay, logisch. So, und dann wieder 2 Stücke. Ja. Und schon habe ich eine Steinaxt. Nett. Die kann ich jetzt auch auswählen. Und jetzt kann ich das Gleiche damit noch schneller. Du könntest auch ein Schwert bauen, zum Beispiel ein Steinschwert. Dann können wir da hinten mal den Zombie irgendwie niederhauen, der da rumläuft. Das stört mich ein bisschen. Ja, die Zombies sind echt gemein in dem Spiel. Wenn du einfach noch 2 Steine abbaust oder so. Mhm. Und hast du überhaupt noch... Genau, und da ist sogar ein Stückchen Kohle, was du einsammeln das kannst. Da hinten, genau. Dann hast du Brennstoff für den Ofen. Oh, da hinten. Und da hinten ist gleich noch Eisenerz. Können wir angucken, wie das aussieht. Wie kann man sich ducken? Gar nicht. Gar nicht. Oh, das dauert schon länger. Naja. So, jetzt wieder Inventar. Und genau, ins Inventar rein. Mit einem Stück Eisen können wir noch nicht viel anfangen. Mhm. Wir können auch noch keinen Ofen bauen, aber du kannst aus den Holzplanken dir nochmal Stöckchen machen. Genau, wie war das nochmal? Einmal einen Rechtsklick rein, um einen Satz Holzplanken da irgendwo hinzusetzen. Ja, gut, das war ein Linksklick. Hol dir einfach die 4 Stöcke da ab. Und die kannst du unten irgendwo ins Inventar legen. Die Holzplanken wieder raus aus der Konstruktionszone. Jetzt kannst du eine einzelne Holzplanke unten in der Mitte hinlegen auf der Konstruktionsebene. Entschuldigung, Holzstöckchen. Mit dem Linksklick legst du alle ab. Nein, links. Zurück. Ja. Eine einzige nur. Okay. Und gut. Darüber 2 Steine auftürmen. Jetzt kriegst du ein Schwert. Und weil so wenig Licht da unten ist, machen wir gleich noch Fackeln. Einfach mal ein Stöckchen wieder an die gleiche Stelle setzen wie gerade eben. Und einmal drüber ein Stück Kohle parken. Und jetzt kommen da 4 Fackeln raus. Also ein Holzstöckchen, ein Stück Kohle sind 4 Fackeln. Kannst du ins Inventar legen. Genau, was auch noch lustig ist, hier der obere Bereich ist auch das, was man dann hier unten auswählen kann. Das habe ich noch rausgefunden. Ja. Und das andere kann man dann sich dann da unten. Fackeln kannst du zum Beispiel parken. Mit einem Rechtsklick einfach in die Wand stecken. So. Rechtsklick, ne? Ja. Ah, an die Wand, oder? Ja, genau. Kannst du auch wieder wegnehmen oder in einen Baum reinstecken oder was auch immer. Ja, das ist. Da sind die dann auch so. Aha. Das ist cool. Wie lange fackeln die? Die brennen ewig. Okay. Es gibt eine Mod, um Fackeln mit zeitlicher Begrenzung zu bauen. Was ist eigentlich mit meinen Blättern da im Inventar jetzt? Du sagst, wenn die ohne Baumstumpf... Genau, wenn die ohne Baumstumpf... Du kannst ja mal möglichst nicht in der... Geh mal hier auf den Steinboden hinten. Genau, der ist nämlich feuerfest. Wir sind in der Lavahöhle. Folge mir mal, unauffällig. Wo bist du gerade? Da. Ja, achso, da. Genau. Und unmittelbar neben der Lava kannst du mal die Blätter parken. Nicht neben mir, nur neben der Lava. Daneben, ne? Ja.
Jetzt fangen wir auch an zu brennen und brennen weg. Ja, das ist schon cool. Ja. So hier hinten läuft ein Zombie rum. Du spielst mit Maus. Also ich habe hier nur ein Touchpad. Das heißt, du bist ein bisschen gefechtsfähiger mit deinem Steinschwert. Ja, aber ich bin... Außerdem bin ich gerade in ein Loch reingefallen. Und ich bin natürlich auch reingefallen. Ja. Ah, ja. So, wo ist denn der Zombie? Da, genau. Halt das Schwert in der Hand. Der. Ja. Dann kannst du einfach auf den einen dreschen. Sobald ich ihn sehe. Der ist hinter dir. Hinter dir. Ah! Oh, regeneriert er sich wieder? Oh, jetzt habe ich dich ein bisschen erwischt. Ja, das macht nichts. Ich habe ihn weggehauen. Puh, jetzt sollten wir wieder auf dieses Sofa gehen, was wir auch vor dem, als die Kamera noch aus war, wir hatten die Sofa-Mod nicht. Können wir mal, ich habe gerade auch keins dabei, leider. Kein Sofa dabei? Kein Sofa dabei. Kann man sich das auch konstruieren aus bestimmten Materialien? Ja, genau. Also ich glaube, das braucht ein bisschen Holz und Wolle. Deswegen standen da die Baumwollpflanzen, die du so schamlos unter dem Kaktus erstickt hast. Ja, das ist natürlich, es tut mir auch leid. Genau, also wir suchen uns jetzt mal ein Sofa, um nach dem Gefecht uns wieder hinzusetzen. Oh Gott, ich habe ja immer noch einen Zombie-Knochen im Inventar. Ja, die kann man nur irgendwie sinnvoll entsorgen, irgendwo im Wasser oder in der Lava versenken, weil sonst lässt sich daraus nichts Sinnvolles machen. Mhm. Und dann geht es, glaube ich, gleich nach dem Kaffeekränzchen weiter mit Gnufunst. Ja. Also ich würde jetzt viel lieber noch ein bisschen meinen Test spielen. Das kannst du nachher auf dem Weg machen. Das gibt es auch für Android. Also wenn ihr so über die Straße lauft, dann kannst du auch dabei. Okay, dann können wir ja doch mal uns mit unserer Webseite mal wieder beschäftigen. Das wollten wir eigentlich schon machen, nicht? Genau, es gibt so Browser oder... Meiner zum Beispiel. Ja, die laden halt das Videotag, genau. Das Video damit. Wenn ihr da irgendwie über 5 Seiten rüber scrollt, um mal zu gucken, welches jetzt gerade die Gnufunst-Episode war, die ihr gerade sucht, dann habt ihr plötzlich 5 Videos im Download. Und das wollt ihr vielleicht nicht. Das kann man unterbinden nach dem W3C-Standard. Welcher Browser hält sich schon da dran? Genau, gibt es so ein Preload-Attribut für das Videotag und da kann man das dann einstellen. Man kann zum Beispiel sagen, der Browser soll das nicht runterladen, bevor man nicht anfängt abzuspielen oder sowas. Ja, kann sich lohnen. Manchmal will man auch explizit, dass der Browser es schon runterlädt, bevor man anfängt abzuspielen. Je nachdem, da kann man mit spielen, nicht? Ja. Fabian hat uns eine Mail geschrieben. Mhm. Er will ein bisschen Feedback loswerden. Er findet es gut, dass wir Programmierthemen in der letzten Sendung angerissen haben und wünscht sich für die folgenden Sendungen immer wieder mal was. Ah ja, na gut. In der Sendung hatten wir erstmal wieder ein Spielthema, ne? Mhm. Genau, und er wünscht sich auch, dass wir in unserem Terminal eine größere Schrift zeigen. Das ist ja der Vorteil von den ganz, ganz dicken Desktop-Umgebungen. Da kann man so ganz viele Sachen immer einstellen. Und du benutzt was anderes, nicht? Du benutzt irgendwie einen kleineren. Genau, bei Pantheon, von dem Desktop von Elementary S, der gibt es einen Terminal, da wurde halt alles weggelassen. Wie man hier sieht, gibt es nicht mal irgendwie einstellen. Man kann ihn zumachen und aufmachen. Mhm. Es gibt Tabs, aber glaubt nicht, dass man das Tab-Verhalten einstellen kann über die Oberfläche, sondern das geht alles nur über den geliebten oder verhassten Deconf-Editor, der nicht ohne... Der Registry-Editor hier, ja. Genau, und da habe ich halt ein bisschen rumgefuchtelt, um das hinzubekommen. Habe hier die Schriftgröße eingestellt, die Farben umgetauscht, invertiert. Mhm. Jo. Und da kann man auch hier noch andere Sachen einstellen, die ich jetzt nicht verändert habe. Mhm. Ah, schön. Genau. So. Und wir hoffen, dass wir dass Fabian das jetzt auch lesen kann, wenn er auf dem Sofa 5 Meter von seinem Riesenmonitor weit weg sitzt, das noch lesen kann. Mhm. Ja, genau. Alle anderen Terminals können das irgendwie via Rechtsklick. Und dann wollte er noch wissen, wie ging das eigentlich nochmal mit der Onion-Adresse? Ah, die Onion-Adresse, ja. Wenn wir, also das Tor-Projekt, Moment, die Webseite hatten wir vorhin offen, nicht? Genau, die Webseite. Das Tor-Projekt möchte so Anonymität für Benutzer im Internet herstellen. Das machen die über Onion-Routing, also man routet seinen Tor-Traffic möglichst mehrfach verschlüsselt über mehrere Stufen hinweg, bis der bei der Seite ankommt, die man aufruft. Im einfachsten Fall lädt man sich dafür den Tor-Browser runter, um das zu nutzen.
Man kann aber ein bisschen mehr Spaß damit haben. Es gibt halt einen ganzen Tor-Daemon, der als Proxy läuft, indem man zum Beispiel auch Tor-Nodes in diesem Netzwerk bereitstellen kann, über die andere Leute ihren Traffic routen. Wenn man den Tor-Daemon hat, dann lässt sich, kann man in diesem Tor-Daemon auch einen Onion-Service einrichten. Also das ist eine Konfigurationszeile, die man einkommentieren muss. In der Beispielkonfiguration ist das ganz gut erklärt. Und dann kann man einen beliebigen Service, der bei einem auf dem Rechner läuft, halt im Onion-Netzwerk darstellen. Also der Tor-Daemon, wenn er startet, generiert dann auch gleich eine Onion-Adresse. Schaut also mal auf torproject.org, beschäftigt euch ein bisschen mehr mit diesem Onion-Routing. Das gibt halt nicht nur den Tor-Browser, sondern man kann damit ein bisschen mehr machen. Gerade wenn man den Tor-Daemon runterlädt, sollte man machen. Und dazu kommen dann auch so ganz viele kleine Tools wie Torify zum Beispiel, um jedes einzelne kleine TCP-Programm torfähig zu machen. Also der Tor-Browser ist halt nur ein Webbrowser, aber wenn man SSH über Tor fahren möchte oder irgendwie Telnet oder was auch immer, dann ist ganz gut, das Torify dafür zu benutzen, was man einfach da vorschreibt. Das ist so wie die Audio-Wrapper so ähnlich, nur für TCP. Ja, also ihr braucht den Tor-Daemon und müsst den erstmal installieren. Der ist normalerweise der Tor-Browser ohne Browser. Also er agiert als SOX-Proxy, sodass alle Applikationen, die man hat, den Tor-Daemon benutzen können, um darüber im Tor-Netzwerk zu agieren. Wir müssen das aber auch irgendwann mal in echt zeigen. Irgendwann müssen wir das zeigen, oder? Ja, wir machen das irgendwann mal. Ja, das fürchte ich auch. Ja. Aber bis dahin torproject.org und guckt mal ein bisschen mehr rein, was damit so geht. Genau. Fabian war nicht der Einzige, der eine Frage hatte. Oft wurde gefragt, was denn der Backslash jetzt neuerdings bei uns zu tun hat. Das erinnerte irgendwie so an ein geschlossenes Betriebssystem. An die Verzeichnistrenner da drin? Nee. Die benutzen übrigens mittlerweile auch Slashes als Verzeichnistrenner oder erlauben das zumindest. Das war irgendwie ganz genau. Wild. Vielleicht kennt ihr ja das hier. Echo hat diese Syntax, genau. Ja. Ach so, genau. Ich muss natürlich auch das hier. Ja, das funktioniert in jeder Shell ein bisschen anders, aber eigentlich ist es Echo minus klein e. Ja. Und dann kann man hexadezimal Escapes da reinschreiben. Also wenn ihr mal in den ASCII-Satz reinguckt, nicht, da gibt es eine Man-Page, Man-ASCII, da sind die Hexcodes für jedes einzelne Textzeichen drin aufgelistet und man kann mit dieser Backslash-Notation kann man halt wirklich Textzeichen über ihren Hexcode darstellen. Genau, und jetzt habe ich so getan, als könnte ich das aus dem Kopf. Und dann steht dann tatsächlich unser GNU-Funst-Kürzel, unser neues mit dem Backslash. Man kann mit dem Backslash noch ein bisschen mehr Spaß haben. Das sind so typische Shell-Escapes. Also man kann damit halt diese Hexcodes escapen, damit die als echte Buchstaben dann angezeigt werden. Man kann damit irgendwelche Kommandos, irgendwelche Aliaser escapen. Genau, das machen wir jetzt mal. X-Eis ist ein schönes Programm, länger nicht mehr gesehen. Nicht. Genau, es läuft dem Mauscursor hinterher. Genau. Wir wissen, das ist ein Programm, das ist richtig irgendwie Witch X-Eis, weil es ist ein User-Bin. Genau, so ein ganz normales Programm, was halt aufgerufen wird. Und man kann das einfach veraliasen, man kann das überblenden. X-Eis, nicht Y-Eis, sondern X-Eis. Und dann Echo, Elebadge oder so. Es lebe Unicode. Ja. So, und wenn du jetzt X-Eis aufrufst, dann ist ja der Shell-Alias darüber. Der Alias ist manchmal praktisch, um irgendwie Kommandos abzukürzen. Ihr habt wahrscheinlich schon von eurer Bash-Konfiguration aus ganz eine Handvoll Aliase so drin. Aber jetzt können wir ja X-Eis nicht mehr aufrufen. Genau, irgendwie doof. Wie macht man das jetzt? Es gab da diesen Shell-Escape. Genau, da gab es diesen. Und dann kann man das nämlich so machen. Natürlich muss man es richtig schreiben. Und schon geht es wieder. Wir haben den Alias weg-escaped. Ja, Spaß mit der Shell. Wollten wir mal zeigen. Und wenn ihr das wieder ganz normal haben wollt, dann gibt's an Alias X-Eyes und dann funktioniert das X-Eyes auch wieder normal. Ohne Escapen. Jetzt hatten wir immerhin ein Shell-Thema drin, nicht? Mal einen Anfang. Können wir mehr davon haben, eigentlich. Ja. Dann gibt's auch demnächst die Chemnitzer Linux-Tage. Ja, im März, genau. Wir sind zumindest zur Hälfte anwesend. Ja.
Die sind am 21. und 22. Das ist ein Wochenende im März. Ja, ich bin sogar da, um einen Vortrag zu halten diesmal. Kommt alle zu meinem Vortrag am Samstag um 15 Uhr, wenn er nicht verschoben wird. Und dann könnt ihr euch mal anschauen, was ich zum Beispiel außer Gnufunst noch so mache. Und André, kommst du auch? Oder? Ich habe gerade gemerkt, das ist doch das darauffolgende Wochenende, nachdem ich meine Linux-Prüfung habe. Und da komme ich gerade erst am Vortag, am Donnerstag erst irgendwo von einem Workshop zurück und dann wieder, das wäre eine ganz schöne Rennerei und davor, das also Wochenende davor wir müssen uns überlegen, ob wir diesmal auch wieder live berichten. Wird mal sehen, ob ich das hinkriege. Eigentlich habe ich dann alles gesehen. Also es wird Videos geben irgendwie. Vielleicht nicht von uns. Ja. Aber sonst verlinken wir. Also wir werden davon berichten. In irgendeiner Form. Ja. Dann hoffen wir, das hat wieder Spaß gemacht mit dieser Sendung von Gnufunst und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, Paul und André sitzen vor der Kamera und erzählen lustige Sachen über Linux und Gnu-Software. Machen wir das tatsächlich? In der Regel schon, oder? Manchmal spielen wir einfach auch nur. Ja, genau. Oder machen irgendeinen komischen Programmierkram. Thank you.